Zum Beispiel, ich gebe eine Sache, die ich immer wieder höre, die ganze Zeit. Warum machen die arabischen Länder nichts? Die Frage ist nicht unberechtigt, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber wisst ihr was? Mich interessiert die Frage gar nicht. Weil ich frage mich, was ich machen kann. Ich kann nichts an Mohammed bin Salman ändern, der vielleicht Macht hätte, was zu verändern. Ich kann nicht den König von Marokko beeinflussen oder den Präsidenten von Libyen oder was auch immer. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn wir uns so viel damit beschäftigen, heißt das immer, wir beschäftigen uns nicht damit, was wir machen können. Und ich glaube tatsächlich, wir können eine ganze Menge machen. Erstens, die Dua, liebe Geschwister, sollte man niemals unterschätzen. Wer weiß, wo eure Dua, die ihr in der Nacht gemacht habt, mit Ikhlas schon geholfen hat. Irgendeinem Baby dort vielleicht geholfen. Irgendeiner Frau dort geholfen. Irgendeinem Mann dort geholfen. Dann diese Sachen bekannt machen. Und deswegen, wenn ihr Twitter habt, wenn ihr Kanäle habt, verbreitet das. So könnt ihr den Geschwistern helfen, glaubt es mir. Viele unterschätzen das und machen dann gar nichts. Das, worum wir uns am meisten kümmern müssen, sind wir selber. Allah sagt im Koran, o ihr, die ihr glaubt, kümmert euch um euch selbst. Du brauchst nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, ach, warum macht der denn nicht was?